Namaste. Ich möchte mit dir in dieser Yoga-Praxis das Meer des Yoga entdecken. Und das Meer des Yoga meint beispielsweise die Möglichkeiten, die wir im Yoga erweitern, also das Meer an Möglichkeiten oder Meer an Beweglichkeiten. Denn wir nutzen eine Yoga-Praxis, in der wir, das kennst du sicherlich auch, in der wir Bewegungen machen, die weit über das hinausgehen, was wir im Alltag an gewohnten Bewegungen so machen. Das heißt, wir gehen in das Meer, in das Plus an Beweglichkeit der Gelenke beispielsweise. Ja, und machen im Yoga endgradige Bewegungen, also das, was in den Gelenken maximal noch möglich ist. Und das ist etwas, das den Gelenken sehr wichtig ist. Denn nur so bewahren sie ihre Bewegungsvielfalt, und zwar ihre volle Bewegungsvielfalt. Wir kennen das beispielsweise an Personen, die älter werden und eben nicht mehr gewohnt sind, die Arme über den Kopf nach oben zu heben, dass das dann im Lauf der Adoleszenz immer schwerer fällt oder dann irgendwann gar nicht mehr möglich ist. Ja, sehr häufig leiden ältere Personen daran, dass sie die Arme nicht mehr nach oben heben können. Und Yoga, wie wir es verstehen und praktizieren, möchte uns auch im Lauf unseres Lebens die Beweglichkeit bewahren. Und das ist das Meer an Beweglichkeit. Also eigentlich meint es nur das, was wir sowieso schon haben, aber uns bewahren. Wir nutzen die Yoga-Praxis auch, um mehr Zeit zu finden für uns oder mehr Kraft oder mehr Entspannung uns zu schenken. Und das meine ich mit dem Meer, das uns Yoga schenkt. Ich möchte das mit dir heute in dieser Yoga-Klasse gemeinsam ergründen. Im Wesentlichen werden wir relativ bodennah heute arbeiten. Das heißt also auch, dass wir die Beine und deren Mobilität, also die Beweglichkeit der Knie- und Hüftgelenke im Wesentlichen, aber eben auch die Mobilität der Muskulatur und das Verhältnis von Kraft und Dehnung in den Muskelfasern heute in den Mittelpunkt stellen. Ja, im Wesentlichen also Hüftgelenke und Beine. Für die Yoga-Praxis bedeutet das, wenn wir von einem Meer im Yoga sprechen, dass wir trotzdem nicht über das hinausgehen, was im Moment möglich ist. Und das bitte ich dich immer zu berücksichtigen. Also immer wenn ich dich auch einlade, einen kleinen Schritt weiter zu gehen, hin zum Meer des Yoga, dass du das doch in deinen Möglichkeiten machst. Und insbesondere dann, wenn du beispielsweise in den Hüftgelenken erfährst, dass sie das heute in dieser Yoga-Praxis nicht ganz so gut machen können, dann respektier das bitte. Ein wesentlicher Teil der Praxis führt uns auch in Außenrotation und Abduktion der Hüftgelenke. Also wir gehen Richtung Taube. Und kontraindiziert sind dann wesentlich Beschwerden in den Hüftgelenken oder auch künstliche Hüftgelenke. Ja, also lade ich dich immer ein, das, was du hast, zu respektieren und mit den Möglichkeiten mehr zu entdecken und nicht gegen die Möglichkeiten. Okay, lass uns im Sitz beginnen. Wenn du da einen guten Sitz gefunden hast, dann erlaub den Augen, sich auch mal zu schließen. Dann schenkt dir die Möglichkeit, von den Erwartungen und Eindrücken der äußeren Welt zurückzutreten. Von dem, was da immer auf dich einwirkt, von dem, was dich umgibt, von den Dingen, die dich von außen erreichen. Erlaub dir da, einen gewissen Abstand zu finden. Und dabei peu à peu die Sinne nach innen zu fokussieren. Als würdest du die Sinne, die immer nach außen gerichtet sind, einmal einladen, den Weg zurückzugehen zu dir selbst. Dann spür nach innen. Fühl nach innen. Fühl deinen Körper, deine Füße und die Zehen. Vielleicht magst du sie nochmal bewegen, dann merk das.
Und dann lass sie ganz in Ruhe ausgleiten, die Zehen. Entspann deine Fußgelenke. Spür deine Schienenbeine. Dann deine Knie und schenk den Knien eine innere Weite. Spür deine Oberschenkel. Schenk ihnen ein durchlässiges Gefühl. Und lass die Beine insgesamt schwerer werden. Nimm deine Hüftgelenke wahr. Das ist die Schnittstelle zwischen den Beinen und dem Oberkörper. Schenk ihnen auch ein Gefühl einer inneren Weite. Und dann lass durch diese Weite der Hüftgelenke eine Entspannung noch einmal in die Beine strömen. Dann nimm die Sitzfläche deines Beckens wahr und lass es in diese Sitzfläche satt hineinsinken. Spür den Rumpfbereich, der Vorderseite die Bauchdecke, innen die Bauchorgane, in der Rückseite die Lendenwirbelsäule. Dann streich ein Stück höher mit der Aufmerksamkeit in den oberen Körper, den Brustkorb, die Flanken, lass sie lang werden. Spür den oberen Rücken, die Brustwirbelsäule, die sich aufrichtet. Erlaub dem Brustbein sich zu heben. Lass die Schultern weich zurückfließen nach hinten. Leg sie entspannt auf den Brustkorb ab. Entspann die Arme, die Oberarme. Nimm die Unterarme wahr. Die Handgelenke, die Hände, die Finger. Vielleicht magst du sie auch nochmal bewegen und dann wirklich entspannen. Und während die Schultern zurückfließen nach hinten, kann der Nacken sich verlängern. Lass ihn durchlässig werden und entspannt. Beginnt den Hinterkopf sanft zu heben. Dann strebt der Scheitel nach oben. Entspann dann dein Gesicht. Die Augen, die sich ausruhen dürfen. Lass den Raum zwischen den Augen weit werden. Entspann die Kiefergelenke. Deine Lippen, deine Zunge. Dann bring die Aufmerksamkeit an die Nasenflügel und spüre, wie dort die Atemluft vorbeistreicht. Mit der Einatmung strömt frische Luft nach innen. Durch die Nasenhöhlen, in den Rachenbereich, durch den Kehlkopf, die Luftröhre, in die Lungen. Und dann beobachte, wo im Einatmen Atemräume sich weiten. Da gibt es manchmal eine sehr deutliche Präferenz. Manchmal ist es im oberen Körper, im Brustkorb, der sich einatmend hebt und auffächert. Manchmal ist es auch ein bisschen tiefer, wenn das Zwerchfell sich spannt und nach unten zieht, dann wölbt im Einatmen der Bauch nach vorn. Beobachte, wo du im Moment einatmest. Und dann nimm die Ausatmung wahr. Das kann wieder im Bauchbereich sein, wenn der Bauchnabel sanft nach innen zieht während der Ausatmung. Da schieben die Bauchorgane zurück. Das Zwerchfell entspannt sich, wird nach oben gewölbt. Oder es ist eher im Brustkorb, der ausatmend zurücksinkt in seinen Ursprung. In jedem Fall strömt warme Ausatemluft den Weg zurück, bis sie durch die Nase entlang streicht, durch die Nasenflügel nach außen strömt. Und die Oberlippe streichelt. Beobachte es atmen. Und dann schenkt der Atmung diese wunderbar beseelte Erfahrung, dass sie tiefer fließen kann. Dass sie wirklich tiefer durch den Körper bis nach unten in den Beckenbereich strömen und in die Hüftgelenke. Lass das alles einatmend weit werden, sich symbolisch aufplustern und ausatmend sich entspannt zurückziehen in den Ursprung. Und das ist schon das erste Mehr, das wir im Yoga erfahren, ein Mehr an Atmung.
eine tiefere Atmung als die, die wir normalerweise im Alltag erfahren. Mehr Atmung, mehr Fülle, mehr Tiefe, mehr Lebensenergie. Nimm die Hände bitte vor dem Herzraum zusammen und nimm die Hände wahr, die sich miteinander verbinden in Namaskara, Mudra, in die Geste des Großes. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und dann atme ein, öffne die Arme zur Seite, mach einen Bogen nach oben über den Kopf, schließ dort die Hände, atme aus, bring die Hände vor die Stirn, dann vor den Mund, dann vor das Herz. Nochmal einatmend die Arme in einem weiten Bogen nach oben öffnen und ausatmend die Hände vor deinem Körper zurück zum Herzen führen. Wenn du magst, dann gönn dir eine Verneigung vor dir selbst mit einem Danke für die Zeit, die du heute für dich findest, die Möglichkeiten, die du hast und das, was vor dir liegt. Und dann richte dich bitte wieder auf und öffne die Augen und noch einmal willkommen. Namaste. Lass uns gleich beginnen im Vierfüßler. Gut, und dann, wenn du hier ankommst im Vierfüßler, dann richte dich gut ein, sortiere die Hände dorthin, wo sie sich wohlfühlen. Das kann unter den Schultern sein oder ein bisschen vor den Schultern. Die Füße entweder aufstellen oder ablegen, je nachdem, was für die Knie am angenehmsten ist. Und dann kommt eine Bewegungssequenz aus Katzenbuckel und Pferderücken. Im Katzenbuckel rundet der Rücken, der Bauchnabel zieht hoch in den Körper, die Flanken ziehen hoch, der Kopf rollt ein, der Blick geht nach hinten Richtung Becken. Im Pferderücken das Gegenteil, die Wirbelsäule taucht ein, die Bauchdecke entspannt sich. Du tauchst in die Schultern ein, hebst den Blick nach vorn. Ja, noch ein paar Runden. Und finde eine schöne Atmung. Das kann die Ausatmung für den Katzenbuckel sein. Und das Einatmen für den Pferderücken. Vielleicht bist du es aber auch anders gewöhnt. Und noch eine Sequenz. Wenn du dann aus dem nächsten Pferderücken zurückkommst, dann bitte zu neutral, einen neutralen Vierfüßler, neutral langer Rücken. Gut, jetzt fächer die Hände bitte auf, spreiz die Finger und komm ruhig ein bisschen mehr nach außen mit den Händen, an die äußeren Ränder deiner Unterlage, deiner Yogamatte. Aber so, dass die kleinen Finger wirklich noch auf der Matte sind. Gut, dann drück die Außenkanten der Hände nach unten, auch den Ballen des kleinen Fingers. Und dann drück den Fingerballen des Zeigefingers nach unten, dann den Ballen des Daumens. Also Außen- und Innenkante der Hände gut geerdet, die Fingerkuppen sanft in die Matte drücken. Und dann stell die Füße bitte auf, wenn sie das noch nicht sind. Heb die Knie ein kleines Stück ab und spür die Kraft in deinem Körper. Press die Hände nach unten in die Yogamatte und heb dich zwischen den Schultern hoch. Zieh die Bauchdecke nach innen und atme. Ja, ist die Atmung deutlich anders, nicht mehr so tief und frei fließend, sondern eher kräftiger, eher etwas flacher. Schenke trotzdem mehr Fülle. Atme tiefer. Und jetzt schieb dann Gesäß Richtung Fersen, ohne die Knie abzusetzen. Gesäß Richtung Fersen, komm nah an die Oberschenkel und jetzt ganz langsam an den Oberschenkel entlang. Schieb dich nach oben in den abwärts schauenden Hund. Lass die Knie gebeugt. Schieb das Becken hoch und drück die Hände nach unten in die Yogamatte. Und wenn der Rücken lang ist, dann schieb dich noch ein bisschen länger nach hinten hoch mit den Sitzbeinhöckern. Und jetzt beginn langsam erstmal eine Ferse tiefer zu senken. Nur eine Ferse. Beobachte, wie tief geht das? Wie dehnt es die Rückseite? Atme hier. Und dann wechsel die Seite, senk die andere Ferse tiefer. Spür auch das. Wo ist die Dehnung? Wie kommt die Ferse tief? Atme tief in den Rücken. Und mach das abwechselnd weiter. Kann auch ein bisschen schneller sein oder noch langsamer.
Wir haben als großes Ziel dieser Stunde die Mobilität der Beine und Hüften. Und zur Mobilität zählen einerseits die Gelenke, also welche Spielräume haben Sie, die Gelenke, was lassen Sie an Bewegungen zu, aber was lassen auch die anderen umgebenden Strukturen des Körpers zu, beispielsweise die Muskeln. Ja, und wir dehnen jetzt erstmal die Beinrückseite, um dann mehr Beweglichkeit der Beine zu erlangen. Und damit auch mehr Möglichkeiten des Oberkörpers in Vorbeugen beispielsweise. Gut, beide Fersenmitte heben, nochmal das Becken nach hinten hochschieben, die Hände nach unten drücken und richtig drücken, drücken und wachsen, atmen und dann senkt beide Fersen tiefer. Schiebt die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten. Atme tief aus. Atme ein, komm vor in den hohen Liegestütz. Atme aus zur Bauchlage, senke die Knie, dann das Brustbein, dann das Becken. Roll das Becken ein, roll die Schultern weich zurück und einatmen, zieh dich nach vorn hoch, dann erste Rückbeuge, die Cobra. Ausatmen, komm wieder etwas tiefer. Einatmen, nochmal nach vorn hochziehen, zieh die Hände Richtung Füße. Ausatmen, komm zurück. Ein letztes Mal, einatmen, nach vorn hochkommen. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen, zum Kind eintauchen. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, die Finger auffächern. Schieb dich hoch, drück die Außenkanten und die Innenseiten der Hände in den Boden. Zieh die Achseln lang, zieh die Flanken nach hinten hoch. Und senk die Fersen tiefer und atmen. Entdeck ein Meer an Atmung, wenn du sie in den Rücken leitest und ihn dort auffächerst. Gut, jetzt schau Richtung Hände und komm mit den Füßen nach vorn. Lass dir Zeit. Schritt für Schritt mit den Füßen nach vorn. Eine Vorbeuge im Stand, Uttanasana. Beug die Knie bitte an und lass den Oberkörper weich nach unten ausgleiten. Ja, beweg ruhig mal die Schultern, die Arme, den Kopfbereich. Also ganz locker nach unten gleiten. Gut. Und dann kommen die halbe Vorbeuge nach vorn. Du kannst hier, wenn du das entspannter möchtest, die Hände gegen die Beine drücken und den Oberkörper nach vorn ziehen. Dann stell dir vor, zum einen schiebt das Becken zurück, zum anderen streckt sich der Brustkorb nach vorn. Oder du kannst die Hände auch Richtung Boden bringen und dich an den Fingern entlang nach vorn ziehen, wenn du da etwas mehr möchtest. Atme ein, heb deinen Brustkorb nach vorn. Atme aus, entspann dich in die ganze Vorbeuge, Uttanasana. Nochmal einatmend die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Ausatmend die ganze Vorbeuge, Uttanasana. Einatmend über die Hocke aufrichten, die Arme über die Seite hoch. Drück den Boden weg, streck dich hoch in die Welt. Ausatmend bring die Hände zum Herzen. Einatmen, die Knie etwas beugen, taucht dort ein zwischen die Knie, über vorn hoch aufrichten, ausatmend in eine Vorbeuge, Uttanasana eintauchen, Oberkörper entspannt ausgleiten lassen. Einatmend, die halbe Vorbeuge nach vorn, ausatmend wieder die ganze Vorbeuge nach unten. Der rechte Fuß im Einatmen einen Ausfallschritt zurück, Becken etwas tiefer, Blick nach vorn heben, ausatmen, linker Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen der Katzenbuckel, dann der Pferderücken, ausatmen das Kind. Einatmen doch auf in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmen, komm hoch in den abwärts schauenden Hund, die Hände nach unten drücken, Außen- und Innenkanten der Hände drücken, Becken hochziehen, Fersen senken. Mit dem nächsten Einatmen komm vor in den hohen Liegestütz. Mit dem Ausatmen über den tiefen Liegestütz zur Bauchlage. Einatmen, Schultern zurückrollen, die Kobra nach oben. Ausatmen, der abwärts schauende Hund wieder zurückschieben. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn setzen.
Ausatmen, den linken Fuß mitnehmen, die Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, die halbe Vorbeuge Ardha Uttanasana. Ausatmen, da haben wir die ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, hoch zum Stehen. Tadasana, richte dich auf. Drück den Boden nach unten, streck dich etwas höher zum Himmel. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn wieder auftauchen, nach oben, richtig hochstrecken, ausatmen, in die Verbeugung, entspannen nach unten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, Brustbein nach vorn ziehen, ausatmen, in die ganze Verbeugung verneigen. Einatmen, linker Fuß, ein Ausfallschritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn, ausatmen, rechter Fuß nach hinten, in den Hund. Einatmen, der Katzenbuckel. Dann der Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm wieder hoch. Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Hände nach unten drücken. Sitzbeine hochziehen und Fersen senken. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz und Bauchlage. Einatmen, die Kobra oder der aufwärtsschauende Hund, je nach Wunsch. Ausatmen, der abwärts schauende Hund wieder zurückstrecken. Mit dem Einatmen den linken Fuß nach vorn setzen. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn in die Vorbeuge. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Streck dich ganz nach oben, ein bisschen höher. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn aufrichten. Eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, in die Vorbeuge eintauchen. Bleib einen Moment hier. Atme tief durch. So, dann beug die Knie bitte an. Komm wirklich nah an die Oberschenkel. Es ist viel einfacher jetzt, den Oberkörper nach unten zu entspannen, da jetzt die Beinrückseite weniger dehnt, das Becken besser nach vorn kippen kann und der Oberkörper es leichter hat, dadurch nach unten auszugleiten. Gut. Bleib nah an den Oberschenkeln und atme tief aus. Und zieh die Bauchdecke sanft nach innen. Atme ein, komm in die halbe Vorbeuge, lass die Bauchdecke etwas innen. Ausatmen, wieder in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen nochmal in die halbe Vorbeuge, Bauchdecke etwas nach innen, zieh das Brustbein nach vorn, beginn die Beine ein bisschen mehr zu strecken. Ausatmen, die Knie beugen, in die Vorbeuge entspannen und dann bleib hier. Nochmal ganz tief durchatmen. Bleib an den Oberschenkeln. Und jetzt bitte ich dich, den Kopf etwas mehr einzurollen, also mehr Richtung Oberschenkel oder Becken hochzuschauen. Das dehnt etwas mehr den oberen Rücken und den Nackenbereich. Bleib nah an den Oberschenkeln und beginnen die Beine langsam etwas mehr zu strecken. Na, stell dir vor, du dehnst ein Gummiband, das von den Fersen, also der Achillessehne, bis hoch zu den Sitzbeinhöckern zieht. Du dehnst es lang, wenn du die Sitzbeine hochziehst und nah an den Oberschenkeln bleibst, also das Becken weit nach vorn kippst. Spür die Dehnung der Rückseite. Und wenn du mehr magst, wenn mehr möglich ist, dann schieb die Innenseiten der Oberschenkel weiter zurück. Und wenn du merkst, es wird der Rücken rund, dann bist du ein bisschen zu weit, dann beug die Knie nochmal, entspann den Oberkörper an den Oberschenkeln entlang nach unten und beginne dann nochmal die Beine ein bisschen mehr zu strecken. Aber darauf zu achten, dass der Abstand zwischen Oberkörper und Beinen, also Oberschenkel, nicht wirklich weit oder groß wird. Und tief atmen. Oberkörper entspannen im Ausatmen. Die halbe Vorbeuge, streck dich nach vorn. Streck die Oberschenkel weiter nach hinten zurück. Zieh das Brustbein weiter nach vorn. Noch einmal einatmen. Ausatmen, weich in die Vorbeuge eintauchen. Jetzt den linken Fuß bitte einen großen Schritt zurück nach hinten, Becken etwas tiefer. Gut. Stütz die Hände bitte am Boden ab. Das kannst du beispielsweise auf den Fingerkuppen machen oder die Hände flach oder mit einer Faust gut erden. Und ja,
Jetzt heb im Einatmen dein Becken etwas an. Und stell dir vor, du ziehst die Kraft aus den Beinmuskeln hoch zum Becken und das Becken wird leicht und hebt hoch. Ausatmen, entspann das Becken, lass es nach unten sinken. Einatmen, die Füße aufeinander zuziehen, die Beinmuskeln hoch zum Becken ziehen, Becken weiter heben. Ausatmen, die Füße auseinander fließen lassen, das Becken entspannt in die Tiefe sinken. Nochmal einatmen, Füße zueinander ziehen, Becken liften und heben. Und ausatmend das Becken entspannt noch ein bisschen weiter nach unten sinken. Und dann bleib hier. Ja, das Becken darf nach unten sinken. Und dabei hilft dir die Atmung. Vielleicht die Einatmung, vielleicht aber auch die Ausatmung, die dir erlaubt, das Becken loszulassen und zu erden. Und dann senk dein hinteres Knie bitte zur Unterlage ab. Und es kann sein, dass du jetzt ein Polster gut findest, damit die Kniescheibe wirklich nicht ganz so fest jetzt am Boden ist. Wenn ja, dann such dir was zum Unterpolstern. Das kann eine Decke sein oder einfach ein Strumpf. Oder du faltest die Matte in der Längsseite ein und legst das Knie drauf ab. Je nachdem. So, jetzt bitte das vordere Knie beugen. Das kann auch über den Fuß hinausschieben nach vorn, da wirst du im Moment keine große Belastung auf dem Knie haben. Du könntest genauso gut aber auch mit dem rechten Fuß ein Stück nach vorn krabbeln, sodass das Kniegelenk nicht ganz so spitz wird. Ja, zu krabbeln meint einfach die Zehen wie so eine kleine Raupe zu nutzen, dass das Bein weiter nach vorn kommt oder der Fuß nach vorn kommt. Und dann lass im Ausatmen dein Becken nach vorn runtersinken. Einatmen, ein bisschen wieder zurück, ausatmen, wieder nach vorn eintauchen. Nochmal einatmen, etwas zurück mit dem Becken und ausatmen, tief nach unten eintauchen. Und dann bleib hier und atme das Becken nach unten. Wir dehnen jetzt an unterschiedlichen Bereichen die Muskulatur der Beine. Das kann im rechten Oberschenkel die Rückseite sein, die du spürst, oder manchmal auch die Leiste, also die Innenseite. Und deutlich sicherlich im linken Oberschenkel, dessen Ansatz an der Hüfte. Wenn du da im linken Oberschenkel etwas mehr Dehnung möchtest, dann richte den Oberkörper wieder auf, heb dein Brustbein und heb den Blick nach vorn. Ja, und dann kannst du gut wahrnehmen, dass die Dehnung dadurch hier stärker wird im Oberschenkel, schon wenn du den Oberkörper aufrichtest. Und das führt uns vor Augen, dass wir im Yoga wirklich auch langkettige Strukturen bearbeiten, also langkettige myofasziale, also Muskelfaszienstrukturen. Okay, jetzt komm mit der Hüfte bitte wieder ein Stück zurück, vielleicht so, dass der hintere Oberschenkel senkrecht nach oben kommt. Und jetzt nutzt den rechten Fuß, nutzt dessen Zehen und krabbel ein bisschen weiter nach vorn. So ein bisschen Schritt für Schritt nach vorn. Okay, dann hier erstmal ankommen und beobachten, was sich verändert hat. Was nimmst du jetzt wahr, besonders auch in der Dehnung der Rückseite des rechten Beines? Mit dem Einatmen den Oberkörper nach vorn führen, den Brustkorb nach vorn verlängern, ausatmen weich, mit dem Oberkörper etwas tiefer sinken. Also ausatmend näher zum rechten Bein und verlängere dich einatmend am Bein entlang nach vorn. So, und krabbel mit dem rechten Fuß vielleicht noch ein bisschen weiter vor. Und dann wieder Becken ein Stück zurückführen. Das rechte Bein streckt ein bisschen mehr. Und wenn du jetzt magst, du kannst den rechten Fuß auch anwinkeln und die Ferse etwas weiter nach vorn schieben. In dem Fall gehst du deutlicher in die Dehnungsspannung des rechten Beines in der Rückseite. Ja, und wieder Oberkörper einatmend nach vorn verlängern, ausatmend weich und sanft Richtung Bein sinken.
bei all dem, was wir tun, immer wenn wir einen Schritt weiter in das Meer der Möglichkeiten gehen, dann nicht so, dass du dich von außen irgendwie gezogen fühlst, ja, sondern lass es, wenn es entstehen möchte, aus dich, aus dem Inneren heraus entstehen. Immer soweit sich das gut anfühlt. Du könntest beispielsweise, wenn du mehr möchtest, den hinteren Fuß aufstellen und das Knie ein kleines Stück zurückschieben nach hinten und wieder absetzen. Mal schauen, was hier passiert. Wieder einatmen, den Oberkörper nach vorn verlängern, ausatmen, sanft Richtung rechtes Bein sinken. Ja, lass dich von der Atmung führen, hin in die Möglichkeiten, die diese Position dir hier schenkt. Und vielleicht nochmal, hinteres Knie ein Stück zurücksetzen und das vordere Bein etwas mehr strecken. Einatmen, Oberkörper nach vorn, ausatmen, wieder weich werden, Spannung im Oberkörper loslassen. Ja, wir sind auf einem Weg zu Hanuman Asana, das ist der Spagat. Und wenn du flexibler bist, als ich das jetzt sein könnte, dann kannst du natürlich auch in den ganzen Spagat kommen. Also fühl dich nicht von mir ausgebremst in deinen Möglichkeiten, die du hast. Ich bin nur eine Option, die dir etwas zeigt, aber du hast deine eigenen Möglichkeiten, deine eigene innere Lehrpersönlichkeit, die weiß, was hier möglich ist und was nicht. Gut, lass uns auflösen, ganz in Ruhe, vorderes Bein wieder ein Stück zurückziehen und mit ganz viel Eleganz und Zeit und Gelassenheit bitte in den Hund nach hinten. Und dann komm hier an, ganz tief durchatmen. Ja, schieb die Hände nach unten in die Matte, zieh dein Becken nach hinten raus und dann schau die Fersen an, ob es einen Unterschied gibt zwischen rechts und links. Vielleicht gibt es den, vielleicht ist er deutlich, vielleicht ist er nicht so deutlich. Nimm wahr, wie es ist und gönn dir Bewegungen. Ja, vielleicht mit einem Gefühl, als würdest du Wasser treten. Das sind deine Bewegungen, die du an dieser Stelle dir schenkst. Und dann komm mit dem nächsten Einatmen in den Katzenbuckel, senk sanft die Knie zum Pferderücken und ausatmen. Ganz langsam zum Kind. Und ein paar Momente hier einfach durchatmen. Und wenn du magst, du kannst dich auch natürlich in den Fersensitz aufrichten. Mal die Wirkung spüren in den Beinmuskeln und Beinrückseiten. Gut, dann komm zurück in die Position des Kindes. Krabbel mit den Händen auf der Yogamatte nach vorn, während das Gesäß zurücksinkt. Fächer die Finger auf in der Breite der Yogamatte. Atme aus, schieb dein Becken zurück. Atme ein, komm hoch in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Atme aus zum abwärts schauenden Hund. Und setz dann im Einatmen den linken Fuß vor. Gut. Einatmend, zieh die Füße aufeinander zu, zieh die Kraft der Beine hoch zum Becken, heb das Becken an. Ausatmen, lass das Becken tiefer sinken, lass die Füße voneinander weggleiten. Einatmen, Füße aufeinander zuziehen, Becken liften. Ausatmend, entspannt das Becken etwas tiefer eintauchen lassen. Nochmal, einatmend, Becken heben. Ausatmend, etwas weicher und tiefer setzen lassen. Letzte Runde, einatmend, Becken hochführen. Und ausatmend, tief das Becken senken lassen. So als würdest du es wirklich ja, zum Boden ankuscheln wollen. Als würde es zwischen den Beinen nach unten schmelzen. Und atme. Vielleicht ist es die Ausatmung an dieser Stelle, die dir ermöglicht, das Becken weicher und satter nach unten zu erden. Und dann senk
dein rechtes Knie bitte auf die Unterlage. Und genauso wie eben auf der anderen Seite auch, gerne das rechte Knie bitte unterpolstern, sodass dein Kniegelenk und die Kniescheibe nicht zu viel Druck erfahren. Und wenn du das für dich gut eingerichtet hast, dann beug dein vorderes Knie an und dann sinkt das Becken nach vorn runter. So, jetzt kann der linke Oberschenkel kann noch senkrecht sein. Wenn du merkst, das Knie ist jetzt sehr spitz, also schiebt über den Fuß hinaus, ist das per se erstmal kein Problem. Im Gegenteil, es schadet nicht dem Knie, da wird nicht wirklich ein Schub nach vorn geben jetzt. Und es dehnt vielleicht sogar ein bisschen mehr rechten Oberschenkel. Aber wenn du gewohnt bist, dein Knie maximal so zu beugen, dass der Oberschenkel senkrecht ist, dann krabbel einfach mit den linken Fußzehen ein Stück weiter vor. Setz den Fuß nach vorn. Und atme aus, erlaub dem Becken, dass es nach unten eintaucht. Und dann beginn den Oberkörper nach vorn aufzurichten, den Brustkorb zu heben, den Blick nach vorn zu bringen. Dann beobachte für dich, was das in der Dehnungsqualität des rechten Oberschenkels verändert. Was geschieht? Vielleicht nochmal als Gegenvergleich den Rücken etwas einrollen, den Blick mehr nach hinten bringen, Richtung Hüfte. Und nochmal, Oberkörper nach vorn aufrichten, Brustbein heben, Blick nach vorn bringen. Und dann ist so ein deutlicher Dehnungszug am rechten Oberschenkel. Ja, und das bedeutet auch, dass wir im Yoga diese langen Ketten, diese Strukturen des Körpers nutzen. Und wenn wir die Beine wie jetzt eben mobilisieren, dann hat das auch eine Wirkung auf die Beweglichkeit des Oberkörpers. Komm jetzt bitte mit dem Becken wieder ein Stück zurück, vielleicht so, dass der rechte Oberschenkel senkrecht hoch zeigt, also das Hüftgelenk ungefähr über dem Kniegelenk ankommt. So nutzt die Zehen des linken Fußes und krabbel mit denen ein bisschen mehr nach vorn. Ja, soweit es im Moment für dich gut ist. Und dann verlagere das die Dehnung vom rechten Oberschenkel vorne an den linken Oberschenkel hinten. Also Rückseite. Ja, mit dem Einatmen den Oberkörper nach vorn verlängern, während das Becken zurückführt, mit dem Ausatmen weich Richtung Bein nach unten eintauchen. Und dann krabbel mit dem linken Fuß etwas weiter vor. Immer ein kleiner Schritt hin zu dem Meer an Möglichkeiten, die wir hier nutzen. Und jetzt winkel den Fuß bitte an, zieh die Zehen zu dir und schieb die Ferse nochmal von dir weg. Jetzt beginnt deutlich mehr die Beinrückseite insgesamt zu dehnen. Einatmen, den Brustkorb nach vorn verlängern. Ausatmend etwas weicher und gelassener den Oberkörper nach unten verneigen. Gut. Wenn du mehr Möglichkeiten nutzen möchtest, dann den hinteren Fuß aufsetzen und das Knie ein kleines Stück zurückschieben und wieder absetzen. Nochmal atmen. Einatmen, den Rücken nach vorn verlängern. Ausatmend verneigen. Ja, dann fühl dich nicht von außen irgendwo hingezogen, dorthin, wo es nicht mehr für dich passt, sondern lass dieses Mehr, also dieses Zusätzliche an Möglichkeiten, immer aus sich selbst entstehen. Lass es den Körper machen, denn der Körper spürt sich und seine Möglichkeiten recht gut. Ja, das kannst du immer anpassen, ein Stück weiter gehen Richtung Hanumanasana, der Grätsche, oder ein Stück wieder zurückgehen. Ist genauso gut. Es zeugt von Intelligenz, zu wissen, wo die Möglichkeiten sind und wo sie eben nicht mehr sind. Und immer noch atmen.
Gut, und dann langsam wieder aufrichten und auflösen in ganze viel Ruhe, Eleganz. Einfach zurück zum Hund. Wir treffen uns dort wieder. Und hier bitte ankommen und tief durchatmen. Ganz tief einatmen, den Rücken aufplustern und tief aus. Nochmal tief einatmen, Rücken aufplustern und tief ausatmen. Lass dein Brustbein nach unten sinken, zwischen den Oberarmen nach unten. Einatmend der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen das Kind, ganz langsam hier eintauchen. Braucht ein bisschen Zeit jetzt in den Bahnrückseiten. Und landen, atmen. Vielleicht kurz zum Fersensitz, vielleicht dem Kind bleiben, je nachdem, was für dich jetzt passt. Und dann spür nach. Das ist sicherlich eine sehr deutliche Wirkung, bei mir zumindest im Moment. Wir bleiben dran an dieser Dehnung der Beinrückseite. Komm also wieder mit den Händen nach vorn in die Position des Kindes. Schieb dein Gesäß sanft zurück. Wenn du ausatmest, gleite mit den Händen nach vorn und in die Ränder der Matte. Einatmend der Katzenbuckel nach oben. Der Pferderücken. Die Finger weit auffächern. Ausatmen hoch zum Hund. Drück die Außen- und Innenkanten der Hände in den Boden, zieh deine Hüfte hoch, zieh die Sitzbeinhöcker hoch und senk die Fersen tiefer. Jetzt drück die rechte Hand richtig kräftig nach unten in den Boden, richtig rechte Hand rein, drücken, drücken, drücken und dann ganz in Ruhe das rechte Bein nach oben führen. Und je mehr die rechte Hand nach unten drückt, desto leichter kann das rechte Bein sich heben. Atme, schieb die Ferse nach hinten hoch. Und senk die linke einen Moment tiefer. Tauch ein in die Dehnung und atme. Dann heb die linke Ferse hoch, schau nach vorn und schwing den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Und dann bring das linke Knie zur Erde. Und jetzt den rechten Fuß, eine Fußbreite ungefähr nach rechts, nach außen. Gut. So, jetzt komm mit der rechten Hand bitte nach innen, an die Innenseite des rechten Fußes. Und atme aus, lass dein Becken nach vorne runter sinken. Ja, komm hier wieder an. Den rechten Fuß so orientieren, dass du ja, ungefähr mit dem Schienbein senkrecht nach oben zeigst. Du kannst aber auch mit dem Knie weiter vorschieben, das ginge auch. Je nachdem, was hier an Möglichkeiten ist. So, jetzt lass uns mehr probieren. Mehr Beweglichkeit, mehr Bewegungsspielräume. Und nutz die rechte Hand, schieb sie unter dem rechten Bein nach rechts. Rechte Finger nach rechts, die linke Hand ein Stück nach links. Auch die Finger nach außen orientieren. Also die Hände einfach breiter aufsetzen, breiter als die Matte. Ja. Jetzt stell dir vor, du möchtest mit dem rechten Bein wirklich an den Oberarm ran oder du möchtest dein rechtes Bein schultern. Ja, also Oberkörper sinkt ein bisschen tiefer, wenn die Ellenbogen nach außen beugen. Und dann könnte die rechte Hand etwas weiter nach rechts krabbeln und die linke etwas weiter nach links. Ja. Bei mir im Grunde ist es so, dass jetzt mein rechter Oberschenkel auf dem rechten Oberarm relativ gut aufstützt. Ja, Becken sinkt nach unten, Oberkörper sinkt mit dem Brustkorb etwas tiefer und dann können die Hände nochmal ein bisschen weiter nach außen krabbeln. Und wieder ankommen, atmen, spüren und mit dem rechten Fuß so vielleicht ein paar Zentimeter vorkrabbeln. Mal schauen, wo du hier ankommst. Wenn du merkst, da ist Schloss, da ist gut, dann bleib und atme durch. Gut. Vielleicht können die Hände noch ein bisschen breiter werden nach außen. Vielleicht kann der rechte Fuß noch etwas weiter nach vorn krabbeln. Schau mal, wo es für dich jetzt gut ist. Manchmal ist mehr möglich, als wir das zunächst vermuten. Denn wir sind in Haltungen und Stellungen, die wir im Alltag so nie machen und die wir auch kaum gewöhnt sind. Und wir denken immer, das ist schon Schluss, da sind die Grenzen. Und Yoga führt uns vor Augen,
dass wir diese Grenzen auch erweitern, dass mehr möglich ist, als wir eigentlich wollen oder uns vorstellen. Und vielleicht kann der rechte Fuß noch ein bisschen weiter vor. Und dann komm wieder an, atme und stell den linken Fuß bitte auf. Und jetzt ganz langsam das linke Bein mal strecken und schauen, was hier ist, was geschieht, wie fühlt sich das an. Atme, zieh alle Kraft von den Beinen hin zum Becken und dann senk dein Knie wieder zurück zum Boden und atme durch. Und wenn du ganz zum Schluss noch möchtest, dann heb die Arme mal kurz an und beobachte, was hier geschieht, wie das ist. Und dann komm zurück, die Hände wieder auf die Yogamatte und elegant zurück zum Hund. Tief einatmen, strecken, tief ausatmen, entspannen nach unten mit dem Brustkorb. Einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmend den tiefen Liegestütz und die Bauchlage. Einatmend in die Rückbeuge aufrichten, ausatmen zurück in den Hund schieben. Dann komm hier an. Denk dich im Einatmen hoch mit dem Becken, hoch in die Welt Richtung Himmel. Mit dem Ausatmen erde dich mit Händen und Füßen. Einatmen strecken, Becken hochschieben, ausatmend nach unten erden. Jetzt drück die linke Hand ganz kraftvoll in den Boden. Je mehr du das machst, desto leichter fällt es dem linken Bein, sich ganz langsam hoch zu strecken. Ganz in Ruhe. Linke Hand drückt in den Boden. Linke Fuß streckt nach hinten hoch. Und dann senkt die rechte Ferse etwas tiefer. Einmal tief durchatmen und wachsen. Und dann heb die rechte Ferse hoch und schwing den linken Fuß nach vorn. Dann setzt dein rechtes Knie zur Erde ab. Gut. Linker Fuß eine Fußbreite mindestens nach außen. Und bring die linke Hand nach innen. Gut. Das linke Knie beugen. Und du merkst, es wird jetzt sehr spitz, dann krabbel mit dem linken Fuß schon mal ein bisschen vor. Das ist ja genau das, wohin der Weg uns nachher führt. Becken taucht ein und jetzt fädel den linken Arm unter dem Bein ein Stück nach links. Erstmal nicht weit, nur einfach die linke Hand nach außen setzen und die rechte Hand auch nach rechts außen setzen. Die Finger zeigen von dir weg nach außen. Mal hier ankommen. Und jetzt mit der Idee arbeiten, dass du das linke Bein schulterst. Also vielleicht kann die linke Hand ein bisschen weiter nach außen krabbeln, die rechte auch. Dann kommt deine linke Kniekehle oder der Oberschenkel, bei mir ist es eher die Kniekehle, deutlicher auf den Oberarm. Jetzt könnte der linke Fuß etwas nach vorn, so ein kleiner Schritt nach vorn. Und wenn du da bist, wo es jetzt gut ist, wo es reicht, dann halte an, spür, was geschieht. Lass dich von der Atmung begleiten. Ja, das Schöne am Yoga ist, dass wir immer wieder zur Atmung zurückkehren. Und sie ist der Anker. Sie ist auch das Werkzeug, um Dinge zu vertiefen oder zu erweitern. Ja, immer führt die Atmung uns in neue, in unbekannte Möglichkeiten, die wir entdecken. Und die Atmung ist unser Anker, der uns immer wieder dorthin führt oder auch zurückführt. Krabbel mit den Händen ein bisschen weiter nach außen. Und mit dem linken Fuß ein kleines Stück von dir weg nach vorn. Entdecke mehr Möglichkeiten, mehr Beweglichkeiten. Mehr Atmung. Vielleicht noch ein bisschen weiter die Hände auseinander fließen lassen. Linke Hand nach links, rechte Hand nach rechts. Und ein kleines bisschen mit dem linken Fuß nach vorn. So, jetzt sind wir sicherlich am Maximum angekommen. Jetzt haben wir den hinteren rechten Fuß aufsetzen und ganz langsam das hintere Bein strecken. Und beobachten und wahrnehmen und die Muskulatur von den Beinen hoch zum Becken ziehen. Verdichte das Becken, leite mit den Armen nach außen, schieb den linken Fuß noch ein bisschen vor und dann senk dein rechtes Knie zurück zur Erde. Und wenn du möchtest, dann probier aus, mal ganz kurz die Arme zu heben. Ob das funktioniert, mal spüren, freuen, was möglich ist.
Und dann komm zurück, die Hände wieder aufsetzen auf die Matte, schwing dich zurück in den Hund. Und atme tief durch. Und finde Bewegungen. Deine Bewegungen, die deinen abwärtsschauenden Hund hier ergründen. Einatmend, komm nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmend in die Bauchlage nach unten. Einatmend in die Rückbeuge hoch. Ausatmend zurück in den Hund. Und dann drück die Hände nach unten, zieh dein Becken unter die Sitzbeine hoch. Senke die Fersen tiefer, dehn dir ein Gummiband in den Beinrückseiten zwischen Fersen und Sitzbeinhöckern lang. Schieb die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten weg und tauche mit dem Brustkorb nach unten ein Richtung Erde. Drück die rechte Hand nach unten, drücken, 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 rechtes Bein langsam strecken, lass es gestreckt, schieb die Ferse weg und drück den Großzehenballen nach hinten weg, ohne dass der Fuß sich streckt, nur den Großzehenballen drücken. Sei ganz aktiv in den Beinmuskeln und jetzt die Hüfte aufdrehen, rechte Hüfte hoch über die linke, rechtes Bein ein bisschen höher strecken, atmen und dann den Fuß nach vorn zwischen die Hände schwingen. Okay. So, jetzt mit dem rechten Fuß bitte an die Mitte deiner Matte kommen. Genau in die Mitte. Gut. Wir gehen jetzt in die Struktur der Hüftgelenke. Achte bitte darauf, dass es für dich heute gut passt. Und krabbel mit den Händen, vielleicht auf den Fingerkuppen, ein Stück nach vorn, um da Raum zu schaffen. So, jetzt das rechte Knie nach außen bringen und dann kommst du automatisch auf die Außenkante des rechten Fußes. Ja, immer nur so weit, wie es für dich passt. Rechtes Knie sinkt nach außen runter. Du bist auf der Außenseite des Fußes. Atme ein, zieh die Kraft in dein Becken, heb dein Becken etwas an. Atme aus, senk das Becken tiefer. Und das immer wieder neu. Ja, ist eine Variante des Weges hin zur Taube, hin zu Kapotasana. Ein letztes Mal einatmen, Becken auftanken mit Kraft und hochziehen, ausatmen, noch einmal ganz sanft nach unten sinken lassen. Dann hebt das Becken wieder etwas an, führt das Knie zurück, stell den Fuß auf und wechsel zurück nach hinten in den Hund. Jetzt die linke Hand nach unten drücken, 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 linkes Bein langsam hochstrecken, lang werden, wegstrecken. Stell dir vor, du machst eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Hände und der rechte Fuß schieben in die Erde und dein linkes Bein und der linke Fuß streben zum Himmel hoch. Du schaffst eine Brücke zwischen Himmel und Erde und in dieser Brücke hebst du die linke Hüfte hoch über die rechte, drehst sie auf, hebst das linke Bein ein bisschen höher hoch, dann schau Richtung Hände, schwing den Fuß nach vorn. Komm in die Mitte der Yogamatte mit dem Fuß. Ja, wieder, entsprechend der Möglichkeiten, die diese Seite hat, mit den Händen nach vorn laufen und dann dein linkes Knie nach außen runterführen, den Fuß auf die Außenkante setzen. Und nicht wundern, wenn die Hüfte nicht identisch ist in den Möglichkeiten, die sie hat. Das ist ganz normal. Einatmen, dein Becken mit Kraft auftanken und etwas anheben. Ausatmen, dein Becken schwerer nach unten sinken lassen und Knie nach außen runter. Nochmal einatmend, Kraft in das Becken ziehen, Becken hoch, ausatmen, Becken tief. Mach das noch einen Moment weiter. Noch einen Durchgang. Einatmen, dann das Becken heben und ausatmen, zurück in den Hund. Einatmen, den hohen Liegestütz, ausatmen, tiefer und Bauchlage. Einatmen in die Rückbeuge, ausatmen, zurück in den Hund. Drück die rechte Hand nach unten, heb dein rechtes Bein langsam an, dreh die Hüfte auf.
Schieb die rechte Ferse weg, drück den Großzehenballen weg, spreiz die rechten Zehen und jetzt winkel dein rechtes Knie, ohne diese Aktivität im Fuß zu verlieren. Schieb den Fuß nach links, Zehen auffächern, atmen und dann komm nach vorn, zieh dein rechtes Knie zum Brustkorb, nicht den Fuß, rechtes Knie nach vorn, halten, bring das Knie nach rechts außen, den Fuß etwas unter die linke Hüfte und leg den Unterschenkel ab. Gut, wander jetzt bitte mit dem hinteren Fuß ein Stück zurück, sodass dein Becken insgesamt etwas tiefer nach hinten runter sinken kann. Und wenn du das gemacht hast, dann setzt dein linkes Knie am Boden ab. So. Jetzt entsprechend der Möglichkeiten der rechten Hüfte, bitte rechtes Knie an die Außenseite deiner Unterlage und den linken Fuß vielleicht so unter die linke Hüfte orientieren oder ein bisschen weiter nach links wegkrabbeln. Bedenke bitte die Möglichkeiten der rechten Hüfte und des rechten Knies. Und wenn es da irgendwo zieht und drückt und nicht mehr so schön ist, dann komm bitte deutlich zurück, dorthin, wo es komfortabel ist. Ja? Den rechten Fuß, das ist idealerweise ja nicht ganz angewinkelt. Dann verwringt der Unter gegenüber dem Oberschenkel etwas. Also ich finde es ein bisschen besser, den so etwas lang werden zu lassen, den rechten Fuß. Das ist oft für das Knie etwas angenehmer. Schau bitte, was für dich die gewohnte oder Wohlfühlvariante hier ist. So, das rechte Hüftgelenk, lass es nach hinten runter sinken, ohne dass du dich hier setzt, dann bist du viel zu weit. Nur ein Stück nach hinten runter und im gleichen Zug ziehst du dein linkes Hüftgelenk nach vorn runter. Anders gesagt, die Hüfte bleibt parallel und sinkt etwas tiefer Richtung Erde. Hinteren Fuß kannst du aufstellen oder dann auch ablegen, je nachdem, was für dich am bequemsten ist. Und mit dem Ausatmen kann das Becken schwer werden und sich setzen. Hier zu bleiben ist eine sehr schöne Möglichkeit, sich mal aufzurichten, den Oberkörper zu erheben und diese Taube, in der wir jetzt sind, diese halbe Taube, Ardha Kapotasana, ist als eine Möglichkeit zu nutzen, wirklich mal sehr präsent zu sein im Oberkörper. Eine Alternative hin zu etwas mehr in den Strukturen wäre jetzt auf die Unterarme zu wechseln. Für manche ist es sogar noch bequemer. Und für diejenigen, die den Weg weitergehen möchten, für die böte es sich an, die Hände weiter nach vorn zu bringen und den Oberkörper nach unten abzulegen. Ja, egal, wo du jetzt bist, es ist dein Weg. Der Weg ist nichts Statisches, nutzt immer wieder Veränderungen, mal etwas mehr oder mal etwas weniger, je nach Wunsch. Sei dort, wo du atmen kannst und atme in diese dehnenden Strukturen. Oft so Richtung rechte Gesäßmuskulatur, diese ganz tiefe Muskeln in der rechten Gesäßseite. Auch rechter Oberschenkel oder Leiste. Entspann die Kiefergelenke und dein Gesicht und deine Stirn. Und dann komm langsam wieder zurück. Richte dich auf. Aufgestützt auf den Händen und wander jetzt bitte mit beiden Händen nach rechts. Rechte Hand außerhalb des rechten Knies, sodass du mit dem Oberkörper über dem Knie ankommst. Atme ein, richte dich auf, heb den Brustkorb in die Welt. Atme aus, komm mit einem langen Oberkörper nach vorn Richtung Bein, ganz lang und sanft. Einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf.
Ausatmen, ein ganz langer Rücken, ganz weiche, sanfte Verneigung nach unten. Einatmen, nach oben rollen, ganz grazil. Ausatmen, genauso grazil, nach unten lang eintauchen. Und letztes Mal einatmen, richte dich wieder auf, nach oben, roll dich hoch. Und dann komme den Händen zurück zur Mitte. Um das Ganze aufzulösen, bitte lass dir Zeit, stell den hinteren Fuß auf, streck das hintere Bein. Jetzt zieh Kraft hoch zum Becken, zieh dein Becken langsam hoch, drück die Hände nach unten, rechtes Knie löst sich vom Boden. Jetzt kann ganz langsam der rechte Fuß nach hinten gleiten in den Hund. Lass dir Zeit, es braucht Zeit in den Strukturen. Finde die Atmung, finde Bewegungen, die wohltun. Gut, dann komm hier an, drück die linke Hand nach unten, heb dein linkes Bein langsam hoch in die Welt und denk dir diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Du bist diese Verbindung, geerdet nach unten mit Händen und Fuß und wachsend in den Himmel mit dem linken Bein hoch. Dreh die linke Hüfte auf über die rechte, atme, schieb die linke Ferse weg und ohne den Fuß zu strecken, drückst du den Großzehenballen nach hinten, spreiz die Zehen, bist ganz aktiv im linken Fuß, bleibst du aktiv, wenn du dein linkes Knie beugst, den Fuß nach rechts wegschiebst. Aktiv bleiben, atmen, dann schau vor Richtung Hände, zieh dein linkes Knie zum Brustkorb ran, hier bleiben. Jetzt linkes Knie nach außen setzen, Fuß unter die rechte Hüfte und langsam ablegen. Gut, zweite Seite. Krabbel mit dem rechten Fuß bitte ein Stück zurück. Ja, jetzt kann hier schon deine Hüfte etwas tiefer nach unten eintauchen. So, je nach Möglichkeit der linken Hüfte. Wissend, dass die Hüftgelenke unterschiedlich sind in ihren Möglichkeiten, die sie haben. Bitte so, Justin, dass es für dich passt, in Hüfte und linken Knie. Linkes Knie vielleicht ein Stück nach außen, der linke Fuß eventuell unter die rechte Hüfte oder ein bisschen weiter Richtung rechte Hand. Gut. Rechter Fuß nach hinten laufen, Becken nochmal senken und dann das rechte Knie bitte absetzen. Linker Fuß nicht ganz angewinkelt, vielleicht auch nicht ganz gestreckt, eher so eine Mitte wählen, sodass du merkst, dass es im linken Knie die angenehmste Position ist für das Kniegelenk an sich. Ja, linke Hüfte sinkt nach hinten runter, ohne sie zu setzen, das ist viel zu viel. Gar nicht der Weg, den wir gehen, sondern nur linke Hüfte nach hinten runterführen und gleichzeitig rechtes Hüftgelenk nach vorn runterführen. Ja, nochmal, mit jedem Ausatmen linke Hüfte nach hinten runterschieben, rechte Hüfte nach vorn runterschieben. Rechten Fuß aufstellen oder ablegen, je nachdem, was für dich am besten ist. Ja, und wenn du das Gefühl hast, das Becken ist geerdet, alles ist gut im linken Hüftgelenk und linken Knie, dann bist du richtig. Dann hier einmal aufrichten, den Brustkorb heben, während das Becken nach unten sinkt. Und atmen. Entweder hier verweilen und warten, bis wir wieder angekommen sind in dieser Position, oder so einen extra Weg einlegen hin zu den anderen Optionen, die wir im Yoga an dieser Stelle hier erfahren dürfen. Beispielsweise auf den Unterarmen. Also kannst du gerne die Finger verschränken, wenn du magst, oder alle Finger bis auf die Zeigefinger verschränken. Das ist mein Lieblingsmudra an dieser Stelle. Möchte dich nochmal zurechtsortieren, das Becken erden. Gib der Atmung Raum. Und wenn du noch weiter den Weg gehen möchtest, Richtung Erde, dann bring die Hände weiter vor und leg die Stirn zur Erde ab.
Entspannen die Strukturen, die jetzt nicht gefordert sind. Beispielsweise die Kiefergelenke, die Lippen, die Augen, die Stirn. Lass die Atmung tief fließen, hin in das Becken und die Strukturen, die sich jetzt dehnen. Das ist sicherlich linke Gesäßmuskulatur, der große Gesäßmuskel, aber auch der tiefe kleine Gesäßmuskel, sowie Leiste oder Oberschenkelstrukturen im linken Bein. Und beobachte, wie die Atmung dir hilft, hier in diesem Asana anzukommen. Und dann entsteht mehr, und zwar mehr Möglichkeiten zum Entspannen. Ja, dann komm langsam wieder zurück. Richte dich auf, dann sind wir alle wieder hier. Jetzt wander bitte mit beiden Händen nach links. Linke Hand außen an das Knie, komm über dem Knie an. Atme ein, richte dich ganz in Ruhe nach oben auf. Atme aus mit einem langen Oberkörpertauch nach vorn fließend ein. Einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Ganz grazil aufrichten. Ausatmen, ganz weich und grazil mit langem Oberkörper nach unten verneigen. Und noch zweimal einatmen, nach oben rollen. Ausatmend nach unten ablegen. Letztes Mal einatmend aufrichten, frei und fließend hoch. Ausatmend nach unten lang ausgleiten. Und dann kommen im nächsten Einatmen wieder nach oben. Wenn du hier angekommen bist, dann krabbel mit den Händen zurück auf die Yogamatte. Hinteren Fuß bitte aufstellen, hinteres Bein langsam strecken, Knie abheben. Drück die Hände nach unten, zieh dein Becken langsam hoch. Und dann zieh den linken Fuß ganz in Ruhe zurück nach hinten in den Hund. Lass dir Zeit, die Zeit, die die Strukturen hier brauchen. Schenk ihnen diese Zeit und gönn dir dann Bewegungen. Genau die, die gut tun. Räkel und beweg dich durch. Und dann, nach dieser Sequenz, vertief die Atmung. Ganz tief ein- und ausatmen. Tief ein, tief aus. Nochmal tief einatmen. Und tief ausatmen. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmend in das Kind. Einatmen, komm wieder hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen, zurück zum Kind. Und letzte Runde, ganz geschmeidig, nochmal ganz in Ruhe. Einatmend, Katze und Pferd. Ausatmend, das Kind. Bring die Knie auseinander, die großen Zehen zueinander und tauch in den Raum, den du hier kreiert hast, nach unten ein. Die Hände vielleicht vorn oder unter die Stirn oder nach hinten. Und dann komm hier an, finde die Atmung und vertief sie. Und dann richte dich langsam auf und bring die Füße nach vorn. Und ich bitte dich, etwas Abstand zwischen die Füße zu schaffen und mit den Füßen einfach zu winken, nach rechts und links, ganz locker. Ja, dann beginnen Kreise mit den Füßen zu zeichnen. Große Kreise nach vorn. Und drehen die andere Richtung. Und dann schüttel die Beine nochmal aus oder klopf mit ihnen die Unterlage aus. Und dann wechsel bitte zur Rückenlage.
Leg die Arme hinter dir ab, verschränk die Finger, dreh die Handteller nach hinten weg, schieb die Fersen nach vorn. Atme ein, streck dich aus der Mitte deines Körpers in die Länge. Atme aus, entspann dich in diese Länge. Einatmen, streck dich ganz groß, ganz lang. Ausatmen, entspann dich noch ein bisschen mehr. Und wieder einatmen, streck dich wirklich groß, so groß es geht und über den Körper hinaus. Ausatmen, entspann dich noch tiefer, lass los. Und dann bring die Hände wieder zurück nach vorn an dein Becken. Stell die Füße bitte auf. Gut. Und schüttel die Beine aus. Ganz locker. Einfach ausschütteln. Und dann heb die Arme nach oben, schüttel sie auch nach oben aus. Du kannst sogar die Beine nach oben ausschütteln, wenn du möchtest. Also ganz locker alles durchbewegen. Dann greif die Knie, umarm sie. Und feder ganz sanft mit den Beinen, so federnd heranziehen und schütteln. Gott, und dann stell die Füße bitte wieder auf. Breite die Arme zur Seite aus. Leg ein Bein über das andere hinweg, richtig nah aneinander. Und beginne mit diesem Beinstapel nach rechts und links zu schwingen. Und wenn die Knie nach links zeigen, dann dreh den Kopf nach rechts und andersrum. Dann wechsel aus der Mitte, schling das andere Bein über und mach weiter. Ganz in deinem eigenen Wohlfühlrhythmus. Und wenn du dann das nächste Mal in der Mitte landest, dann bring beide Füße auf die Unterlage, versetz das Becken eine halbe Breite nach rechts weg und lass die Knie nach links sinken. Entdeck eine Wohlfühl-Drehhaltung. Das gedrehte Krokodil heißt diese Variante einer Drehung. Mach es für den gesamten Körper schön, für die Beine, den Rumpf, den oberen Rücken. Komm dort an, wo die rechte Schulter sich noch gemütlich erdet. Den rechten Arm vielleicht schräg nach hinten orientieren. Dann versetz den Kopf etwas nach rechts. Nein, nach links, Entschuldigung. Und dreh ihn nach rechts. Also erst nach links versetzen, dann nach rechts drehen. Und wenn du magst, dann schließ deine Augen. Beobachte den inneren Körper. Diese Drehung, was da im Gewebe deines Körpers geschieht. Nimm die Atmung wahr und verleihe ihr mehr Fülle, schenk ihr mehr Raum. Und dann finde mit jedem Ausatmen mehr Entspannung und Ruhe.
mach dich bereit für den Weg zur Mitte. Komm Schritt für Schritt wieder zurück. Versetz deinen Beckenbereich in die Mitte der Unterlage zurück und dann eine halbe Breite nach links. Lass die Knie nach rechts kommen, ganz in Ruhe. Richte es dir gut ein mit einem Wohlgefühl. Und dann versetz am Ende den Kopf etwas nach rechts und wende ihn dann nach links. Komm allgemein so an, dass es für dich gemütlich und bequem wird. So dass auch die linke Schulter sich erden kann. Vielleicht der linke Arm schreit nach hinten. Dann schließ die Augen. Schau in den inneren Körper. Und kreier Raum für die Atmung. Atme tiefer. Nutze das feine, tiefe Ausatmen für mehr Ruhe und Entspannung. Und dann komm bedacht wieder zurück zur Mitte. Nachdem, was dir jetzt gut tut, kannst du beispielsweise dich nochmal lange ausstrecken oder einfach mal die Knie umarmen und kompakt werden, dich umarmen. Vielleicht hast du noch eine andere Idee, was dir gut tut, bevor wir eine kleine Entspannung noch einbauen. Und wenn du dann soweit bist, dann stell die Füße bitte auf. Wir gehen zur liegenden, gebundenen Winkelhaltung als Variante für Shavasana. Bring dazu bitte die Fußsohlen zueinander und öffne die Knie jeweils nach außen. Und da wir jetzt ein paar Momente hier bleiben, ist es gut, wenn du das gemütlich machst. Zum einen kannst du, wenn du merkst, dass es jetzt sehr intensiv in den Innenleisten, die Füße einfach weiter vorschieben, dann wird es deutlich gemütlicher und entspannter. Zum anderen kannst du gerne auch etwas unter die Oberschenkel oder Knie polstern, sodass du die Beine einfach darauf ablegst und nicht gegen Widerstände hier arbeiten musst, sondern wirklich loslassen kannst in den gesamten Strukturen der Leisten. Mach es dir also wirklich, wirklich bequem. Und dann schließ die Augen. Führ die Sinne zu dir zurück. Ganz nach innen. Und dann atme ein und mach dich leicht in der Vorderseite deines Körpers. Atme aus, lass dich tiefer und entspannter in die Erde sinken. Einatmend. Innerlich weit und leicht werden, ausatmend nach unten erden. Nochmal ganz tief einatmen, dich aufplustern bis in den Beckenraum, bis in die Hüfte und Beine und ausatmend alle Spannungen loslassen. Das ist auch ein Mehr im Yoga, mehr Ruhe, mehr Entspannung. Tauch ganz tief nach innen ein. Entdeck dort mit der Atmung, die dich nach innen begleitet, innere Räume,
der Entspannung, der Ruhe, der Zeitlosigkeit. Entdecke Momente des Genießens. Eventuell ein gekreuzter Sitz,
Manchmal ist es gut möglich, einfach die Schienbeine so zu kreuzen. Du kannst aber auch probieren, die Fersen etwas näher Richtung Beckendamm zu orientieren. Und es geht dann besser, wenn du dich höher setzt mit dem Becken. Gut, dann leg die Hände entspannt ab auf die Oberschenkel oder an die Knie und schließ noch einen Moment die Augen. Nimm dich wahr in all deiner Präsenz. Nimm wahr, wie du geatmet wirst. Und finde mit jedem Ausatmen mehr Erdung nach unten. Komm immer mehr in den Moment, in die Ruhe und Stille, tiefer zur Erde. Schenkt dir mit jedem Einatmen mehr innere Größe, die dich aufrichtet, mehr Leichtigkeit, mehr Lebendigkeit, mehr Klarheit. Mit jedem Ausatmen noch tiefer erden. Mit jedem Einatmen noch erhabener zum Himmel wachsen. Und dort, zwischen Erde und Himmel, dort bist du selbst. In diesem Moment. Dann bring zum Abschluss dieser gemeinsamen Yoga-Praxis die Hände bitte vor dem Herzen zusammen. Und dann atme tiefer aus. Und öffne im Einatmen die Arme zur Seite, mach einen ganz großen Bogen hoch über den Kopf, bring ausatmen die Hände zueinander, vor die Stirn, den Mund und das Herz. Nochmal einatmend die Welt ganz groß umarmen nach oben und ausatmend diese Umarmung zum Herz tragen. Wenn du magst, dann verneig dich für einen Moment ganz für dich mit einem Danke für das, was du dir schenktest, die Zeit, und die Ressourcen, die dir ermöglicht haben, diese Yoga-Praxis für dich zu nutzen. Und dann bitte ich dich wieder aufzurichten, die Augen wieder zu öffnen. Ich danke dir für heute. Und wenn du magst, dann baue dieses Mehr, das Yoga schenkt, auch in den Alltag ein. Ein bisschen mehr Bewegung, die dir gut tut. Ein bisschen mehr Zeit für dich. Ein bisschen mehr Ruhe oder eben das, was du gut brauchen kannst in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind. Und dann danke ich dir, wünsche dir alles Gute für die Wege, die vor dir liegen. Bis zum Wiedersehen. Ich freue mich drauf. Namaste.